Erfolg ist eine Treppe, keine Tür. Stufe für Stufe ging Otto Neumann diesen Weg, um sich letztendlich inmitten seiner Heimat, der Lungauer Bergwelt, niederzulassen. Ja, mein Weg zum Erfolg, der ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Eine Kochlehre gemacht. Ich war lange am Schiff, also 5 Jahre am Schiff, haben wir viel Göttersport, das muss ich sagen. Weil damals war, da haben wir schon richtig 100.000 Schilling verdient, gell? Also im Monat. Also das war gar nicht so wenig. Und ich bin ja 2x 13 Monate durchgefahren. Also ich habe eigentlich in 2 Jahren 2 Millionen Schilling der Sport gehabt. Gell? Nur wenige Minuten vom Skigebiet Pfanningberg entfernt liegt das Feriendorf Edelweiß. Ursprünglich aber war die Ausgangslage eine ganz andere. Ich wollte eigentlich nur das Bauernhaus umbauen und ein paar Wohnungen einbauen. Und dann ist das aber, habe ich so gute Arbeiter gehabt und so gute Firmen und so. Das hat so funktioniert, dass man dann irgendwann gesagt hat, na, jetzt bauen wir noch ein Haus, jetzt bauen wir noch ein Haus. Das Feriendorf, das mit Baumaterialien und Handwerkern aus der Region errichtet wurde, umfasst 35 verschieden große Wohneinheiten. Das Haupthaus, ein altes Steinhaus, wurde nachhaltig renoviert. Zum Glück ist auch der problematische Personalmangel kein Thema. Ich habe überhaupt kein Problem mit den Angestellten. Meine Angestellten am Pfanningberg, die sind alle über 10 Jahre. Aber ich lasse ihnen schon viel Freiheiten und viel Entscheidungskraft. Gell? Sohn Paul, ein gelernter Koch, ist mittlerweile im Betrieb tätig und eine große Stütze. Maximilian kümmert sich um die Informationstechnik. Du musst ihnen nur die Chance geben. Gell? Einfach nur die Chance geben. Ich mische mir da auch nicht zu viel ein. Weißt du? Ich sage, macht's einfach. Wenn sie einen Fehler machen, sage ich es ihnen. Obwohl es ein Privileg ist, jeden Tag das tun zu können, was man gerne mag, muss auch Otto manchmal die Pausetaste vom Alltag drücken. Wenn ich Probleme habe, da brauche ich ja mehr. Meine ganzen Entscheidungen habe ich alle mehr getroffen. Keine einzige Entscheidung habe ich in Lungau getroffen. Ich bin oft um 2 in der Früh nach Dresden gefahren, habe mir am Hafen hingeguckt, habe mir da so ein To-Go-Café geholt, auf den Pfahler da raufgeguckt und habe gesehen, wie das unten aufgeht. Und dann habe ich gesagt, ja, puh, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Ja. Die Mitarbeiter haben jeden Tag mit Menschen aus aller Welt zu tun und kein Tag ist wie der andere. Für ein gutes Miteinander sollte man daher einiges beherzigen. Eigentlich, die Gastronomie ist eigentlich relativ leicht. Man sagt, grüß Gott, bitteschön, wie geht's, wie wird's Wetter, danke, pfiat euch. Ja, das ist eigentlich das Gröbste, was du sagen musst. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht sagen. Und ich sage immer so, unsere Betriebe sind ja alles Tagesbetriebe. Da tut man sich natürlich schon leichter. Gell? Weil früher durch die Zimmerstunde von 10 bis 2, von 6 bis 10, das ist schon schwer. Gell? Aber naja. Das Edelweiß ist mittlerweile zum Markensymbol geworden und findet sich überall wieder. Aber warum gerade das Edelweiß? Naja, da war einmal so ein Halterbauer irgendwo auf der Wengerl bei allem und da haben wir da für einen Schilling ein Edelweiß verkauft und da habe ich mein erstes Geld verdient. Gell? Und so hat das eigentlich angefangen. Und das Edelweiß hat mich immer begleitet, also auch am Schiff. Weißt du, hast du da, also ein Trachtenhemd habe ich mitgehabt mit einem Edelweiß rum. Dann sind wir in Amerika gewesen oder in Shanghai oder irgendwo in Australien. Und jeder hat auf das Edelweiß geschaut. Gell? Und das Hemd hätte ich, glaube ich, 1000 Mal verkaufen können. Otto Neumann, ein Gastronom mit grünen Daumen und großer Liebe zu Hortensien, hat in seinem Feriendorf Edelweiß liebevoll ländlichen Charme mit modernem Lifestyle vereint.